Komm, können wir das machen? Ich brauche neue Kugeln. Oh! Ich schlafe. Ich bin eingeschlafen! Moin, seid herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Wir sammeln gerade Vorräte für eine weitere Skelettschiffschlacht, aber irgendwer anders hatte hier auch schon diese Idee. Die Insel ist komplett geplündert, bis auf die Sprengfässer. Hui. Warum habt ihr eigentlich so ein großes Schiff? Na, weil das halt das Schiff für die Dreier-Crews ist und wir sind zu dritt unterwegs. Also so groß ist das eigentlich gar nicht. Das kleinere würde mich gar nicht tragen können. Eben, Lonestar braucht ja einen ordentlichen Tiefgang für seine Masse. Achso, warum packe ich eigentlich das Sprengfass unten hin? Ich bin auch wieder lebensmüde. Wo ist denn unser Schiff? Ich hab's verloren. An der Insel. Welche Insel? Da, wo wir geankert haben. Wer seid ihr überhaupt? Mein Gott, das ist hier... Wer hat denn die Sprengfässer so arrangiert, dass die aussehen wie so ein riesiger Ring hier oben? Meine Güte, ey, das ist sehr beängstigend. Entschuldigung, ich... Kunst ist das, Kunst. Hatte Zeit, bis ich auf dem Schiff gekriegt. Ja, ich merk schon. Sieht sehr schön aus. Boah, das wäre doch mal... Das wäre doch mal ein Gag, ne? Wenn man sein Schiff einfach hier an der Reling so mit Sprengfässern ausstaffiert. Sodass die Reling einmal drumherum gehen, so mit Sprengfässern. Und dann zünden. Kaboom! Wo wollen wir denn jetzt noch hin? Ich wette, da oben bei Smugglers Bay, da wird es nichts mehr geben. Du bist schon an der Map. Wir können hier unten zum Außenposten, dann können wir den Schädel mal abgeben und den Seil. Ja, stimmt. Ich wette zwar, der Außenposten ist vielleicht schon geplündert, aber egal, wir gehen da jetzt einfach nochmal hin, liefern ab und dann, ne. Wir halten wenigstens noch unser Geld von dem Zeug, was wir jetzt haben. Oh, ihr sollten vielleicht mal Lonestar helfen. Auch wenn Lonestar dringend Sport benötigt. Hör mal, habt ihr. Oh. Ah! Ein Skelett. Wo war jetzt der Außenposten? Welche Richtung? Süden. Da muss ich einmal um die Insel rumfahren. Also Südwesten, besser gesagt. Ah, nee, falsches Spiel. Aha. Ah, genau, Segel in den Wind drehen. Ist eine gute Idee an sich so. Wir müssen ja eh wenden. Ich muss mal schnell gucken. Ja, wir können schon geradeaus fahren ab jetzt. Da rechts ist er nämlich schon, der Sanctuary Outpost. Meint er die eigene Reling oder die beim Gegner? Also wenn es um zerstörerische Aktionen geht, meine ich immer die eigene Reling, ganz wichtig. Oh nein, nicht schon wieder komische Bärenbilder. Geht weg, geh weg. Am Anfang hattet ihr ja noch ein größeres Schiff. Warum jetzt kleiner? Definiere am Anfang. Am Anfang waren wir auch zu viert. Da gibt es natürlich auch noch ein Schiff für Vierer-Crews. Also es gibt drei verschiedene Schiffsklassen. Dreimaster, Zweimaster und Einmaster. Der Dreimaster ist für Vierer-Crews, das ist das größte Schiff. Der Zweimaster ist das, was wir jetzt hier haben. Das ist für Dreier-Crews, wo einer halt fehlt. Und dann gibt es noch den Einmaster, das ist das kleinste Schiff. Und die sind halt für, wenn man Solo spielt oder zu zweit. So. Ich glaube, wir können. Ja, wir können, wir können, wir können. Jawohl, ja, jawohl, ja. So, dann schnappen wir uns mal hier das wertvolle Geschmeide. Waren nur zwei Sachen, oder? Und die wunderschöne erotische Seide. Plündern. Sprengt ein Skelettschiff. Das haben wir vor. Jetzt aber erstmal Munition. Und Bretter. Ganz wichtig. Wie sich hier schon wieder ducken, die Leute. Die wissen genau, dass wir kommen. Viele Leute denken immer, wenn die Sea of Thieves spielen, dass hier die Händler sich vor den Skeletten fürchten. Ah nein, die fürchten sich eigentlich vor uns, weil wir hier reinkommen. Weil sie genau wissen, dass das fatal ist, wenn wir hier rumlaufen. Weil immer irgendwas dabei drauf geht. Meistens wir.
Ja, meistens wir selber. Kanonenkugeln. Ich habe schon wieder die Bretter mitgenommen. Ich habe ganz viele Bananen. Ich habe die Bretter schon wieder mitgenommen. Ich bin schon wieder schlau gewesen. Dieser kleinen abgeschotteten Insel da drüben. Wie viele Kugeln habe ich? Mann, ich gehe mal. Bananen? Ah, okay, ich bin voll. Ich gehe wieder zurück. Hier hinten gibt es noch hinter mir, wo ich herkomme. Bananen? Wo ich herkomme, gibt es noch Fässer. Oh, Holz. Mit Kanonenkugeln und Brettern und so. Ja, hinter der Schenke gibt es auch noch Kanonenkugeln. Belobigung freigeschaltet. Gütegrad 1, Jäger, garstiger Schädel. Habe ich jetzt hier eine bestimmte Menge an garstigen Schädeln zusammengerafft in meiner Piratenexistenz und deswegen dieses Achievement bekommen? Okay. Gut zu wissen. Warum bin ich denn jetzt? Ach Gott. Wir haben jetzt zwei volle Kisten mit Kanonenkugeln und ja, das reicht nicht. Das Holzbretterfass ist jetzt auch voll. Oh oh. Die Bananen sind jetzt auch voll. Alles voll, ja, randvoll. Geht nichts mehr rein. Auch die paar Kugeln holen. Dann macht noch eure Inventare mit den Brettern und Bananen voll. Und dann brauchen wir nur noch Kugeln. Dann können wir nur noch Kugeln sammeln jetzt. Also hinter der Schenke war noch was. Wo ist das Ruderboot für Lone Star? Ruderboote gibt es im Spiel noch nicht. Sollen aber im nächsten Update, genau, im nächsten Update sollen die kommen, die Ruderboote. Das wird sehr lustig. Vor allem bin ich mal gespannt. Ich bin vor allem mal gespannt, welche Mechanik die dann haben, so. Also wie das dann genau auf die Schiffe implementiert wird mit dem Ruderboot. Ob das einfach hinten an einem Seil dann dranhängt, so. Oder ob das irgendwie erst runtergelassen werden muss, wie auf der Titanic, so, in Rettungsbooten. Bin ich mal sehr gespannt. Eine Kugel in der Schenke. Und ganz viele Bananen und Holz, falls jemand noch nicht voll ist. Hier sind noch Bananen. Jetzt bin ich, glaube ich, mit Bananen voll. Und jetzt wäre noch Holz wichtig. In der Schenke, hast du gesagt? Hm. Eine Kugel ist auf jeden Fall noch in der Schenke. Eine Kugel, ja, die nehme ich auf jeden Fall mit. Holz, Holz. Hier ist auch noch eine Kugel bei der Schiffsbauerin. Mhm. Rechts in der Kiste. Kanonenkugel. Holzbrett. Haha. Jo. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall... Nicht genug. Nicht genug, ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Kannst ja mal Inventur nochmal machen. Ich mach gleich eine Tour, Moment. Bei der dicken Frau kann man ja gar nicht hinten nochmal ans Fass gehen. Was denn? Sie hat hinter sich ein Fass stehen, meine Güte. Ihr kleinen Schweinchen. Wir haben jetzt 257 Kugeln. Aber ich würde sagen, wir können uns ja jetzt trotzdem mal ins Gefecht stürzen, denn wie wir alle wissen, haben wir eh nicht genug Kugeln. Hey. Dann müssen wir nach Nord-Nordwest. 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 Moment. Da müssen wir in die andere Richtung. So. Gleich mal wenden hier. Schon spät. Schon spät. Ja, ist auch schon dunkel hier. Spät. Schon Mitternacht. Ah, das sieht auch gut aus hier. Volldampf voraus. Nee, nicht voraus, nach links. Nord, Nordwest. Müsste der Wind von rechts kommen gleich. Mhm. Lonestar soll für seine Figur rudern. Niemals. Ist aber scheiße, wenn nur einer rudert. Dann dreht man sich nämlich im Kreis. So, Nordwesten war das, ne? Ja, Nord-Nordwesten momentan. Nord, ich guck nochmal. Nordwest. Ja, wir drehen noch.
Ja, ich glaube, jetzt muss ich schon. So? Muskelmasse haben. Noch ein bisschen westlich. Ja, Moment. Kommt gleich. Ja. So? Ja, so passt erstmal. So kommen wir zumindest schon mal links an der Insel vorbei. Mhm. Dann müssen wir eh erstmal gucken, wie wir uns ausrichten. Das ist die Frage, lassen wir dieses Bündnis vorschlagen, Fleckchen da oben, oder? Ja, dieses Bündnis beitreten. Da vorne sind Vorräte im Wasser. Ja, aber die verschwinden doch wieder direkt instant. Wir schaffen das. Rechts oder links? Links. Links. Ich hoffe, ihr habt euch leer gemacht vorher. So leer es ging. Wie denn? Ja, cool. Ja, stimmt. Ging ja nicht. Hört auf. Hey, sie gehen noch nicht unter. Ja, voll langweilig. Aber wurde das vielleicht gepatcht? Niemals. Wir sind echt keine Kugeln mehr, ne? Würdest du gerne mal in echt segeln? Naja, nur wenn jemand anders das Segeln übernimmt. Weil ich glaube, ich bin so einer, wenn ich auf so einem Segelschiff irgendwas anfange, also erstmal weiß ich nicht, wie man segelt. Das ist Punkt 1 so. Und Punkt 2 ist, ich habe zwei linke Hände. Das heißt, wenn ich anfange zu segeln, ohne dass ich Ahnung habe davon, wie man segelt, dann endet das wahrscheinlich darin, dass ich irgendwie dann an so einem Seil baumel und mich selbst erdrossel. Deswegen, nee. Oder ich gehe einfach über Bord, so, weil ich den Mast abkriege. Das machen wir demnächst zusammen. Dann machen wir so einen Segelschein. Dann filmen wir das. Machen ja. So eine YouTube-Serie daraus. Das wird aber eine kurze Serie. Ich muss jetzt links an der Insel vorbei. Dann. Und danach ist der Kanal dann auch tot. Also nicht nur der Kanal. Da ist noch ein bisschen was anderes tot, glaube ich. Also es ist schon... Also ich weiß nicht. Ich traue mich das, glaube ich, nicht. Also ich traue es mir nicht zu, sagen wir es so. Das sollen die Leute machen, die da... in diesem Element groß geworden sind und sich damit auskennen mit Segeln, aber ich werde das nicht tun. Dann lieber virtuell, das ist schon okay. Aber wie gesagt, bei einem großen Segelschiff mal mitzufahren, das ist natürlich was anderes, ne? Also wenn da eine erfahrene Mannschaft segelt, also für mich segelt, und ich einfach nur Passagier bin, dann ist das was anderes, so. Und solange ich nicht selber mal irgendwas machen muss, das ist schon okay. Ich habe bisher auch nur Motorboote gefahren. Was ganz anderes, also... Beim Segeln muss man schon einiges mehr drauf haben. Ja, das ist halt so, ne? Du musst ja auch wissen, was alle Seile machen und so. Du kannst nicht einfach irgendwie an einem Seil ziehen oder so. Du musst halt wissen, was passiert, wenn du das machst. So. Welches Segel dann sich bewegt und wie es sich bewegt. Du musst gucken, wie das immer den Wind richtig mitnimmst und so. Also so ähnlich wie hier, nur viel komplizierter. Ich mache jetzt mal mein Inventar voll. Ah, deswegen, das ist halt eine ganz eigene Bank, deswegen, da musst du ja richtig eine Ausbildung und so machen, damit du das machen kannst. Denk dran, euch auch nochmal das Inventar. Du meinst jetzt mit Kugeln? Mit Kugeln und so, damit wir gleich. Lonestar stopft sich gleich die Inventaille voll. Jam, jam. Das geht alles auf die Inventaille bei Lonestar. Sie fahren, sind gleich da. Wir sind gleich da. Was, wir sind gleich da am Gefecht? Ja, ein bisschen weiter westlich. Ein bisschen weiter westlich. Oh Gott, ich muss aufs Klo. Warum denn jetzt? Ich glaube, wir sollten unser Schiff mal ein bisschen verlangsamen, ne? Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich muss mir gerade mal kurz eine Vorstellung davon verschaffen, wo wir jetzt eigentlich gerade genau hinfahren. Ah ja, wir sind schon drin eigentlich in der ersten Zone. Ja, du drehst gerade ein bisschen raus. Ha. Ja, nee, passt schon. Das ist schon okay. Ja, wir müssen wieder ein bisschen... Wir müssten jetzt eigentlich genau nordwestlich fahren. Genau nordwestlich, genau das habe ich vor jetzt. Ich glaube, die kommen gleich. Ja. Ohne Scheiß, wir sind schon in der ersten Zone drin jetzt, glaube ich. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, wo es beginnt, deshalb markiere ich immer mehrere Bereiche. Ah, ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ist halt nur nordwestlich gesagt worden. Aber meistens beginnt es so im zweiten Kasten dann. Oder halt, ja. Also quasi jetzt gleich. Ihr redet wirres Zeug. Wo sind Skelettschiffe? Wir kämpfen! Hier schreibt jemand, Segeln ist ganz einfach, Spielbär. Ja, der will mich umbringen wahrscheinlich. Sandmann! Sandmann, oh nein. Da ist auch so ein Mond da unten. Ja, das heißt, wir schlafen. Sandmann, ja, sowas von schlafen. Lieber Sandmann, das Ding ist, wir fahren noch ein bisschen Richtung Map-Grenze, ne? Wir können nicht die ganze Zeit geradeaus fahren.
La 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 la. Ich hey, das sind Vorräte. Er schießt die Vorräte. Ja, ich schieß mal auch mit, ne? Ah, ne, scheiße, kann ich ja gar nicht. Ich versuche uns mal näher ran zu manövrieren, ne? Wir müssen aufpassen, weil... Sie rammen uns. Was müssen wir? Nicht, dass wir gleich geradeaus von der Map fahren, ne? Ja, ich wende mal. Wendemanöver! Wir haben Wasser! Shui, Wendemanöver! Ich sagte Wendemanöver, dem Bugschild alle Energie zu leiten. So. Wir haben Wasser? Wir haben ein Schild. Mhm. Wasser, warte mal, das ist gut, das können wir denen aufs Schiff schippen. Wenn sie noch ein bisschen näher kommen, können wir das machen. Ich brauche neue Kugeln. Oh! Ich schlafe. Ich bin eingeschlafen! Alle pennen. Wir sind neben uns her. Ah. Ihr Schweine, was? Ihr Schlafschweine, ihr. Nein! Ich schlaf schon wieder. Ja, ich auch. Nein, was? Ihr könnt jetzt nicht schlafen. Aufgewacht, ihr müden Matrosen. Scheiße, ich schlaf auch. Gott sei Dank ist das Steuer eingeschlagen. Oh nein, das füllt sich mit Wasser, das Schiff. Hoffentlich ist das Steuer nicht eingeschlafen. Den Hoden. Die sind direkt hier drüben, warte. Ah, ich hab noch einen Eimer übrig für die. Schnell, schippt die Wassereimer auf ihr Schiff. Solange sie noch in Reichweite sind. Ah! Über synchron umgefallen sind, eingeschlafen sind. Um Gottes Willen, sagt's allen weiter, hier wird geschlafen! Seid live dabei, wenn wir schlafen! Wo sind wir eigentlich? Wir drehen uns irgendwie im Kreis. Ja, das ist aber auch gerade gar nicht schlecht, oder? Wir sollten die Schürzen ausschalten mit Die Schürzen, wir müssen die Schürzen ausschalten! Wir müssen die Schürzen aushalten. Uno momentito, por favore! Fangt! Ja, es ging daneben. Aber ich habe immer noch mehr Wasser hier unten, ist alles gut. Und wo das Wasser herkommt, gibt's noch mehr. Scheiße! Jetzt das, ja! Das war gar kein Schuss aus einer Schlafkanone, das ist unfair. Warum leuchtet der Schlafzauber eigentlich grün? Weil oh, alle grün leuchten. Nee, die anderen haben violett geleuchtet. Ja, stimmt, die waren violett. Gabzi! Also ich repariere mal ein bisschen hier unten, ne? Oh, es schmörschelt und knörschelt. Und ich bin eingeschlafen. Ja, ich schlafe im Wasser. Ja, super. Nein, ich bin wieder wach, weil ich im Wasser bin. Nein. Oh, scheiße, wir müssen aufpassen. Nein, ich komme nicht aufs Schiff. Du schläfst im Wasser? Nein, ich bin wach geworden, weil ich im Wasser gelandet bin. Mach auf. Schnell. Wir müssen mal schauen, ob wir uns gegenseitig Wasser ins Gesicht schütten können. Was soll das bringen? Ja, wenn wir alle schlafen, wie denn? Ja, nicht wenn alle schlafen. Wo Mann. Ist das Schiff? Wo ist das Skelettschiff? Wo ist es? Wo ist hinter es? Euch! Ah. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wir müssen die Löcher stopfen, die wir noch haben. Ja. Ich schwimme. Ich schau mal, ob ich auf das Schiff raufkomme. Um Gottes Willen. Nerdet euch den Weg ab. Ja, solange wir uns nicht noch was anderes abschneiden. Wasser ins Gesicht. Bitte keine grünen Kugeln. Bitte keine grünen Kugeln. Ja, wir haben schon wieder Löcher hier. Warte mal. Ja, sie drehen. Kommt. Ich will auf euer Schiff, verdammt normal. Ja. Ich bin da. Löcher. Ich glaube, hinten ist noch eins. Nee, oh, die sind gut. Schon weit. Sonst, wir müssen schöpfen, ey. Voll. Sie sind schon ziemlich voll. Ja, das ist gut. Ich bin auch schon ziemlich voll. Ah. Hier, nehmt das Wasser. So. Ist da vorne ein Loch? Kann sein. Egal. Nee, alles gut. Die bräuchten ein neues Loch. Ja, warte. Ich kann nicht. Ich kann gleich. Moment. Ah, scheiße, ich habe keine Kugel. Nee. Wir müssen halt gucken, dass wir beidrehen auch. Drehen. Jetzt müsste es doch aber gehen, oder nicht? Guck mal, die müssten doch jetzt eigentlich direkt in den Schuss reingehen. Ja, guck mal, Physik hier. Ja, das ist ja egal. Physik gibt's hier in dem Spiel nicht. Eben. Huch. Ah, nee, ganz knapp nicht. Die fahren uns ganz knapp gerade vorweg. Aber jetzt gleich. Ich hau dir einen Vorräte. Ah, jetzt aber. Nein, das kann alles nicht wahr sein, verdammte Scheiße. Nein, ich bin tot. Oh.
Und so gehen sie dahin, unsere Kugeln, von denen wir nicht genug mitgenommen haben. Okay, warte, dann mache ich jetzt was Radikales. Oder auch nicht. Eine Ankerwendung? Nee, das ist schlecht. Das wäre jetzt das Falscheste, was wir machen können. Warte mal, ich fahre mal ein Stück geradeaus und ich glaube, sie haben gerade den gleichen Plan. Ja. Kannst du schießen? Nee, so auf gar keinen Fall. Noch nicht. Die Kanone ist schon am weitesten rechts, ne? Ja. Okay, dann wende ich jetzt einfach mal rechts rum. In der Hoffnung, dass wir nicht... Ich glaube, die rammen uns. Schießen! Ich bin da! Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht mehr da. Ich wurde schon wieder runtergeschossen. Scheiße. Mann, ich will nicht schon wieder schwimmen. Jetzt geht's hier, guck mal. Da ist ein Felsen vor euch. Felsen. Ah! Haben wir geschickt umrandet beinahe. Ja, warte, das geht doch. Da kommen wir noch rum. Wir sind so langsam, das schafft. Ah, shit! Ich glaube nicht, dass ihr da rumkommt. Nein, ich hab Wasser reingeschippt. Ja, das hat ganz knapp nur geschrammt. Das geht noch. Ist das eigentlich für ein Schlaf? Ja, ne? Habt ihr einen Rettungsring oder sowas? Nein. Ja, nee. Komm schon. Wir haben grundsätzlich sowas nie dabei. Ja, ich hab's geschafft. Das ist nämlich die natürliche Auslese der See. Wenn jemand über Bord geht, hat er es auch verdient. Hey! Gibt's hier irgendwie noch? Nee, alles gut. Ich hab noch einen vollen Eimer, auf jeden Fall. Wo ist das Schiff? Rechts. Hä, sind die gegen die Wand gefahren? Huch. Nope. Ja, guck nicht mal, ganz. Doch. Die haben guck mal, die hängen da fest. Hm. Wenn wir da jetzt dran vorbeifahren, können wir ihnen richtig schön einen hinten reindonnern. War bestimmt ein Trick, die hängen gar nicht fest. Gorkelt uns das nur vor. Nee, guck doch mal, die hängen da fest. Guck mal, die versuchen sich rauszubringen. Die drehen sich selbst auf der Stelle. Wow. Ja, nicht. Das war ein Trick. Oh shit, okay. Ich nehme mal an, das bedeutet, wir haben ein Löchlein. Schlafkugel! Nein, ich bin genau reingerannt. Dann will ich das jetzt ausprobieren. Geht das? Nein, das geht nicht. Verdammt! Warum schießt du nicht, was an Kopf mehr helfen will? Ich finde, wenn man von den Kugeln getroffen wird, sollte so ein Sandmännchen-Melodie-Jingle kommen, so irgendwie. Ich bin dafür, dass das noch reingepatcht wird. Scheiße. Soll ich mal mit meinem Eimer rübergehen? Idee. Aber guck mal, die sind schon am sinken, glaube ich. Ja, die brauchen nicht mehr viel. Dann chippe ich die jetzt voll. Dann erledige ich sie jetzt, bevor sie uns erledigen. Die brauchen nur noch einen Eimer. Die sind am sinken, die sinken schon. Ah! Nehmt mich wieder mit, ich will wieder zu... Hast du gut gemacht. Ja, ne, ich habe sie nur angeguckt, dann sind sie untergegangen. Man hat es verdient, wenn man ja, ich bin ja nicht über Bord gegangen. Ich bin freiwillig gesprungen. Für die freiwillig springen, da gibt es extra Regeln nochmal. Ja. Mhm. Das sind nämlich Helden. Muss man ganz klar sagen an der Stelle. Das sind die echten Helden. Aber ich mag das gerade, in diesem Wasser rumzuschwimmen. Das ist gerade cool irgendwie. Wenn es jetzt sich in der Realität auch so cool anfühlen würde, dann wäre das echt cool. In der Realität fühlt sich das cooler an. Müsste nicht eigentlich hier mal Loot auftauchen, so irgendwie, wenn wir die getötet haben? Ja, das dauert doch immer, weil das von so weit unten nach oben stimmt. Dann kann ich dem Loot ja schon mal entgegenschwimmen. Ah, da ist er! Ich sehe den Loot! Wir haben hier einen Schädel. Das ist der ein... Der ist nicht viel wert, glaube ich. Hasserfüllter Schädel. Wir haben die nächsten Schiffe. Verdorbener Schädel. Ich nehme mal den Hasserfüllten mit. Ja, das finde ich gut. Wenn du das überhaupt schaffst. Ja, das schaffe ich. Alles gut. Rechte Seite. Jawoll. Ah, ich darf ja jetzt nicht mit einem Meermann an Bord kommen, ne? Ja. Scheiße. Ja. Na gut, wenn ihr ein bisschen nochmal auf diesen Felsen, wo wir gerade fast draufgefahren wären, zusteuert, dann könnte ich versuchen, an Bord zu springen. Vergiss ihn einfach jetzt, wir machen das jetzt hier allein. Ich hab Geld dabei, hallo, ich kann euch bezahlen. Ihr müsst weiter nach links. Ja, okay, ich sehe schon, das wird schwierig. Ja. Ich versuche auf der anderen Seite rumzukommen.
Kann ich hier nicht irgendwie rauflaufen auf diesen Stein hier? Das geht natürlich nicht. Oh. Oh. Oh nein, ein Loch. Du schwimmst jetzt um den Felsen rum, ne? Ich schwimme außen rum, um links rum so. Ich sehe euch da drüben. Ist schön hier unten. Ist da nicht noch ein Felsen? Oh Scheiße, das wird ganz knapp. Oh ja, das passt, das passt. Hey, da hinten schwimmen noch Kisten. Das passt. Ich schaff das. Ja! Ich habe den Schädel gerettet. Sehr schön. Und ich habe nicht mal meinen Wassereimer leeren müssen dafür. Hui. Nein! Kein Wasser mehr im Schiff. Wo sind noch Kisten? Direkt da links aus bringt uns nichts. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Schiffe kaputt machen. Jo. Okay. Dann machen wir es. Außerdem gibt es noch viel besseren Loot als die. Das stimmt. Aber ein bisschen was haben ist nicht verkehrt. Haben oder nicht haben ist besser als nicht haben. Also haben ist haben und nicht haben ist nicht haben, will ich damit Gefängnis. Sagen. Nein. Kein Gefängniskram hier jetzt. Das ist genau die denkbar schlechteste Situation, jetzt an Gefängnis zu denken. Genau darum würden wir das jetzt eigentlich tun. Naja, schön, wir haben vorne die Galionsfigur getroffen gerade. Was war denn das? Ah! Was? Wieso? Ach so. Was war denn das? Das war das. Ja, das Schiff von denen war das. Voll hinten rein jetzt hier. Bam! Unten ist Wasser, wer Wasser will. Wasser! Da sage ich nicht nein. Da schöpfe ich mir rein. Wow! Okay, wir müssen repairen. Reparieren. Gibt's hier vorne noch Löcher? Nö. Wir haben alle nur hinten reingeschossen. Wir hängen schon wieder an dem Stein fest. Ja, das ist eine geile Taktik eigentlich, die einfach in die Steine reinzulotsen. Da kommen sie nicht weg. Das ist ja so wie einen Kanu zu einer Basis locken. Ist ja voll lame. Ja. Die Musik hat so ein bisschen aufgehört. Ich glaube, wir müssen schnell wieder zurück. Meinst du, dass das nicht dazugehört, die Musik, die gerade ist, irgendwie? Wo sind wir denn gerade? Ja, aber... Ja, am Rande der Map. Oh ja, wir sind also wirklich am Rande. Oh ja, wir sind mega richtig krass am Rand. Ich glaube, es ist auch verschwunden gerade, oder? Ich sehe es nicht mehr. Nee, es ist hinter dem Stein. Hinter dem Stein, ja. Oh nein, wir sind Randfiguren. Oh nein! Also, solange wir nicht Randfichten sind, ist alles gut. So, jetzt kann es geradeaus da an diesem Stein... Hört auf mit Gefängnis hier. Es gibt kein Gefängnis. Es existiert gar nicht. Machen das jetzt so. Links ist es. Wir sollten nicht immer weiter nach rechts fahren. Vor allem nicht, wenn da der Rand ist. Ach, da ist es ja, meine Güte. Das habe ich gar nicht gesehen. Uh-oh. Das war zu weit. Ah, scheiße, ich habe keine Kugeln. Schnell. Kulugeln. Nein, das ist eine Schlafkugel. Scheiße. Gute Nacht. Wie sie nochmal auf uns geschossen haben! Aua, die haben mein Körper weggerollt. Ihr Schweine! Warte, ich geh jetzt rüber mit meinem Eimer! Nein, erschießt mich nicht, ihr Schweine! Nein, ich habe ja gar nichts im Eimer drin! Ah! Haha, ihr habt gedacht, ihr werdet nicht los, ihr Schweinchen! Ihr müsst sie dringend davon abhalten, zu reparieren! Ja, ich bin von Bord! Ich wurde runtergeschossen. Wir sind alle von Bord. Nein, ja, nicht wirklich, oder? Scheiße, ich bin tot! Ja, dann wo steuern wir jetzt hin? Ja, ich weiß es nicht, wo das Schiff hinfährt. Hoffentlich nicht aus der Map raus. Ja. Mann, verdammt! Aber ich habe ihnen einen Wassereimer ausgeleert.